Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. In der letzten Folge haben wir ganz, ganz viele Eierchen bekommen. Guckt sie euch an. Ja, ganz viele. Da sind sie alle. Oh, ich freue mich so sehr. Ist wieder was geschlüpft? Ja, Mopsi ist geschlüpft. Ach cool, sind jetzt alle Eier geschlüpft? Ne, eins fehlt noch, das da. Na gut, ich bin gespannt, ob wir die Eier quasi wiedererkennen, sodass wir sie nicht noch einmal einsammeln. Das können wir testen. Das können wir tatsächlich testen. Ach ja. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the if I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Wir können zurück. Oh Gott. Wir können jetzt zurück zum Raumschiff und die Captainskabine. Oh, Kracherfisch. Pflanzenfresser, Knuddelfrisch. Naja, so viel dazu. Wir haben jetzt auf jeden Fall für die Kabine vom Captain den Code. Da. Das werde ich aber in dem Schnitt machen. Würde ich sagen, gehen wir dahin und dann gehe ich mal zur Captains Kabine. Schon wieder ein Ei. Kreaturenei. Hatten wir noch nicht. Wir sammeln sie alle, Leute. Alle, alle, alle. Ich möchte genau in die Seemotte. Hui. All systems online. Bin ich mal gespannt, dass ich die nicht gesehen habe. Das sind Datenboxen, die ich schon kenne. Ach Leute. Ach Leute. Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Ah, gut. Wissen wir Bescheid. Spiel wollt mich verarschen. Wollte es nicht nur, hat es sogar geschafft. Und damit würde ich sagen, wir hören uns erstmal weitere Aufzeichnungen an. Und dann schwimme ich zum Captain. Und schneide das Ganze. Also ein guter Plan, ne? Finde ich auch. Das ist richtig gut. So. Vielleicht vorher noch was essen. Ich dachte, ich habe mehr Nachrichten. Ja gut, dann ist das halt so. Vielleicht kann ich noch mal kurz den Scannerraum anschalten, dass der mir diese Scheiße nicht mehr anzeigt. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was man finden sollte? Giel sagt er jetzt zu spät. Gibt eigentlich nichts, was ich suchen möchte. Hier Kreatureneier. Das ist gut. Apropos Kreaturen, naja. Ja gut. Tischkorallenprobe. Ach, da kann ich Pflanzen rein tun. Ah, ich verstehe. Hier. Bitteschön. So wissen wir wenigstens immer, wenn ein Ei da ist.
Okay, gut, dann würde ich sagen, trinken wir noch mal kurz was. So, wie lange braucht ihr noch? Ihr seid noch nicht ausgewachsen, ne? Ja, egal, ich kann ja unterwegs essen. So ist das ja nicht. Oh gut, dann sehen wir uns gleich bei der Kabine des Captains. Ich muss ja den ganzen Weg nochmal durchlaufen. Hallo, kleiner Boxenstopp. Was soll denn das hier? Ich würde hier gern hoch. Um von unten da einzusteigen. Komm, dann nehme ich nicht rein. Ah. Raubtier-Tauschkörper. Täuschkörper. Lockt Tiere an, so was. Raubtier-Täuschkörper. Okay. Ja gut. Das waren wir doch noch nicht. Das ist erst aufgetaucht, nachdem wir die Nachricht gelesen haben. Ja, gut zu wissen. Weiter zum Captain. So. Da sind wir. Puh. 2679. 2679. Hm, ein Altera-Poster. Stimmt, ich habe die Poster nicht aufgehangen. Aurora Miniatur. Datenkonsole. Oh, nice. Hier haben wir nochmal das Doppelbett, was wir schon haben. Hätte ich mir gar nicht so viel Mühe machen sollen. Aber gut. Altera, letzte aufgezeichnete Übertragung. Neptun-Rettungsrakete. Okay. Baupläne Zeitkapsel. Wozu brauche ich eine Zeitkapsel? Neptun-Rettungsrakete. Dieser Satz von Bauplänen wurde von der Altera-Zentrale speziell dafür entwickelt, dich von 4546B weg und zurück zum nächsten Phasentor zu bringen. Sie berücksichtigen die örtliche Schwerkraft, astronomische Daten und verfügbare Ressourcen. Die Steuerung erfolgt über KI. Sie können angepasst werden, um jede verfügbare Energiequelle zu verwenden, aber es wird eine Menge davon benötigt. Die Baupläne enthalten 5 Elemente, die unabhängig voneinander konstruiert werden können. Startplattform. Die schwimmende Plattform bietet einen stabilen Untergrund, von dem die Rakete abheben kann. Versorgungsturm. Sorgt für strukturelle Stabilität. Stufe 1 Haupttriebwerk zum Erreichen der Fluchtgeschwindigkeit zum Verlassen der Atmosphäre. Zweite Stufe Reservetank. Dritte Stufe Cockpit. Einrichtung. Lebenserhaltung für eine Person. Kurzstreckenkommunikation. Angepasste Energieversorgung. Optimale Abschirmung. Bordzeitkapsel. Warnung. Die Bord-KI wird das Triebwerk nicht starten, wenn Bedrohungen in der Nähe festgestellt werden. Warnung. Die KI, die Verwendung von fremden Materialien als Fahrzeugantrieb kann seine Reichweite auf unvorhersehbare Weise vergrößern. Okay. Durchschnittliche Langstreckenübertragungsverzögerung 8 Stunden zeige zuletzt aufgenommene Übertragung. Captain der Aurora. T-6 Minuten. Dies ist ein Notruf. Die Aurora ist auf Kollisionskurs mit Planet 4546b. Sende alle verfügbaren Umgebungsdaten. Bitte antworten Sie mit einem Rettungskonzept. Ende. Altera Zentrale. T plus für 8 Stunden. Hier spricht die Altera Zentrale. Im Anhang dieser Nachricht finden Sie Baupläne für ein Rettungsschiff, das nach unseren Berechnungen in der Lage sein wird, den Orbit zu verlassen und sie zurück zum nächsten Phasentor zu bringen. Es ist zwar vorgesehen, dass sie Materialien verwenden, die sie vor Ort finden können, aber es wird eine Mordsenergiequelle benötigen. Wir sind sicher, dass Langstreckenkommunikationsrelais ausgefallen. Okay. Die sind sich immerhin sicher. Logbuch des Captain. Ladeprogramm Craig McGill Simulator. VRAT. Größe 1 Spieler, Captain Hotdog Hollister. Karte Boreal 9, Ressourcen normal. Du erforscht einen ruhigen fremden Flussarm, als das Schiff, in dem du angekommen bist, implodiert. Das müssen spinnenartige Nierendiebe sein. Schnell, was wirst du tun? Fremde Pflanzen anbauen. Abschlussstelle durchsuchen, fremde Pflanzen anbauen, tektonische Deimplodierer benutzen, nicht verfügbar.
Absturzstelle durchsuchen, wie so fremde Pflanzen anbauen. Zuerst würde ich alles durchsuchen. Genau das würde Craig McGill tun. Nachdem du dich einige Stunden lang umgesehen hast, hast du eine Reihe von potenziell nutzbaren Nahrungsmitteln gesammelt. Womit wirst du dich ernähren? Stinkwurz, Baumschaben, Sternwalleier. Ja, du pflanzt doch Pflanzen an. Die Sternwalleier sind nahrhaft, aber der Lebenszyklus dieser riesigen, weltraumbewohnenden Tiere ist viel zu langsam, um eine Farm zu erhalten. Und ganz nebenbei ist ihre Mutter extrem wütend auf dich. Sternwall bekämpfen, beim Sternwall entschuldigen, Schicksal akzeptieren. Craig McGill weiß, dass eine wütende Mutter keine Gnade kennt. Du wirst noch nicht mal in Stücke gerissen, sondern im Ganzen geschluckt und verdaut. Die Atome, von denen du dachtest, dass du sind, werden nach und nach im Dienst des fortwährenden Überlebens des Sternwalls neu verteilt. Willst du fortfahren? Nein. Was soll der Scheiß denn? Ja, wir können jetzt eine Rakete bauen. Ausrüstung. Optier. Tauschkörper. Täuschkörper. Ja. Dieses fortschrittliche Gerät ist eine Allzwecklösung zum Nachahmen des Verhaltens von Lebewesen zur Forschung oder zur Ablenkung von Raubtieren. Erzeugt Vibrationen, verwirbelt Luft und Wasser und gibt zufällig hochfrequente Geräusche von sich, um einen lebenden Organismus nachzuahmen. Kann per Hand oder von kompatiblen Zyklop-Tauchbooten ausgesetzt werden. Eine kleine eingebaute Batterie sorgt für begrenzte Lebensdauer. Lockt Raubtier aller Art an. Damit ich sie ablenken kann. Okay, Zeitkapsel. Diese robusten Behälter sind so konzipiert, dass sie neben einer Reihe von Kleinigkeiten auch schriftliche und fotografische Nachweise für die spätere Entnahme aufbewahren, aufbewahrt werden kann. Zeitkapseln werden oft von einsamen Überlebenden hergestellt, die entweder diejenigen unterstützen wollen, die sich in der Zukunft in der gleichen Lage befinden, oder aber Beweise ihrer Notlage hinterlassen möchten, die noch gefunden werden können, wenn sie selbst bereits tot und verwaist sind. Die meisten Notfallrettungsfahrzeuge sind standardmäßig mit einer Zeitkapsel ausgestattet, die sich üblicherweise im Cockpit befindet und beim Abheben abgeworfen wird. Altera fordert, dass Zeitkapseln mit Werkzeugen und Ressourcen bestückt werden, um denjenigen zu helfen, die sie in der Zukunft finden. Ja, da haben wir den. Neptun-Startplattform. Titanbaren, kein Problem, Computership bleibt, ist alles kein Problem. Ja. Werden wir erstmal platzieren bei uns zu Hause. Aber jetzt muss ich erstmal wieder nach Hause laufen, Freunde. Ich habe die Timer gar nicht gestartet. Naja, passiert. So, wir sind wieder zurück. Uns werden verdammt viele Kreatureneier angezeigt. Dem wir mal kurz nachgehen. Wieso landen hier Kreatureneier? Ups, sorry. Kreaturenei. Den kennen wir doch. Lass uns mal ganz kurz nach Hause gehen. Wir müssen eh die Batterie aufladen. Ist der noch nicht geschlüpft? Doch, der muss doch schon geschlüpft sein. Überall Kreaturen, naja. Gut, wir müssen also eine Plattform bauen, die uns hier rausholt. Ach, guck mal. Oh, Inventar voll. Und Wasser geben die uns auch. Alter. Ja, aus Versehen ein zu viel. Hallo? Ich kann irgendwie nur die Seite kaputt machen. Ja, lassen wir das mal so laden. Hier, die kannst du auch haben. So, gehen wir mal zu unserem Zuhause. Wir haben noch gar nicht alle Poster aufgehangen. Ey. Oh. So. Achso. Das ist der Scheiß hier im Weg, ne? Na gut. Ich kann gar nichts sehen, ey. Kann ich das hier nicht hinstellen?
Stellen wir es mal dahin. Dann machen wir den hier weg. Ich will nicht. So, dekonstruieren. So. Hier packen wir dann das Poster hin. Ach Gott, was habe ich denn? Haha. So, und dann haben wir noch... Wir haben hier noch mehr Zeug. Das muss ich alles platzieren. Dass ich noch gar nicht dran gedacht habe. So, habe ich noch mehr? In die Tasche. Oh. Na gut, das war's auch. Ist das Müll? Ja. Das nehmen wir mit, das brauchen wir. Oh, sie werden größer. Hm. Seid aber noch nicht böse, ne? Habe ich das Ei gerade da reingelegt? Oh, oh. Ich wollte es leider nicht reinlegen. Ah! Nee, hier ist kein Ei. Was habe ich mit dem Ei gemacht? Bolo? Bin ich ja gespannt, wie groß die wirklich werden. Da, guck mal. Das Ei ist nicht mehr da. Es wird mir trotzdem angezeigt. Das ist halt nervig. Dass mir die Eier halt trotzdem angezeigt werden. Naja, wird der Knuddelfisch auch größer? Aber wenn später auch immer noch so knuddelig ist. Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, dass sie auf der Größe bleiben. Ja, cool. Kann ich sie von hier aus scannen? Nein. So. Überall diese Eier. Wir werden das auf jeden Fall nicht lange anhaben. Wir werden die Eier ein bisschen angucken. Und das war's. So, dann die Tasche. Platzieren wir hier dein liebes Bett. Alter, ich will den Scheiß drehen. Lass mich doch den Scheiß drehen. So. Ja. Ah, endlich. So, dann das Kuscheltierchen. Alter, die Cappy kann ich auch dahin tun, ne? Raffiniert Zero. Okay, und das Poster. Übereinander, ist klar. Ich weiß nicht, wo ich das Poster hin tun soll. So. Sonst habe ich nichts dabei, ne? Okay, das kommt hier rein. Das meinetwegen auch. Wie viel habe ich denn noch? Wie viel brauche ich? Für das Plattförmchen. Kaffeeautomat, Doppelbett. Außen. Wo ist die besagte Plattform, die ich bauen soll? Ist ein bisschen ungünstig, oder? Die muss ich wahrscheinlich woanders bauen, ne? Innenräume, Inneninstallationen, außen sonstiges. Außenmodule. Wo ist denn der Scheiß? Da, mobile Fahrzeugstation, ah.
zwei Titanbahnen. Achso, das geht ja eigentlich noch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, mir fehlt zwei Stück. Ach, ich hab die zwei Stück. Oh, raffiniert, Zero. Oh, raffiniert. Ich sehe gar nichts. So, okay. Zwei Titanbarren, check. So. Computership und Blei. 1, 2, 3, 4. So, Computership. Es könnte problematisch werden. Ja, Kupferdraht. Tischkorallenprobe. Habe ich. Gold habe ich. Kupfer habe ich nicht. Ich könnte es suchen. Ja komm, scheiß auf die Eier. Können wir später immer noch machen, wenn wir auf Erfolgsjagd gehen. Der Hammer, ne? Wie viel Kupfer hier wir in der Nähe haben. Das ist echt geil. Nicht. Ach ja. Ah doch, jetzt wird's doch langsam. So. Hä, habe ich die Batterie nicht rausgeholt? Ach so. Ja gut, aber wir fahren eh damit. Wir brauchen nur zwei Kupfer und das war's. Ein Kupfer. So. Ach, Mr. Kackbratz ist zurück. Nach seiner Expedition zur Altera. Da habe ich ihn zuletzt getroffen. War ein bisschen knapp, er war direkt hinter mir. War uncool. Ein bisschen. Aber ich bin froh, dass er hier nicht mehr den ganzen Tag rumchillt. So. Du mich auch. Du mich auch, Spiel. Was ist sowas von? Aber gut zu wissen, dass da so eine fette Ader ist. Die können wir gebrauchen. Ja, leck mir die Füße. Ich will nur einen Kupfer haben. Ein einziges. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie, da ist jetzt wieder so ein Riesenviech. Einfach geil. Aber ich lasse mich nicht ärgern, Freunde. Ich lasse mich jetzt nicht ärgern.
Nehmen wir jetzt nämlich hier den dicken Typen hier und dann, ja, gehe ich los. Eiskalt. Ey, lass mich nicht ärgern, ne? Sehe ich jetzt gar nicht ein. Welcome aboard, Captain. Ach, rein theoretisch kann ich doch schwimmen. Aber nicht lange. Nur abwärts. Guck mal. Wie soll ich den Scheiß jetzt ein? Gehen wir zurück. Ich habe schon überlegt, ob ich da jetzt diese komischen Schwimmdinger ran tue, damit ich leichter bin. Aber ich glaube, das wäre auf Dauer ein bisschen nervig. So. Mehr will ich doch gar nicht. Ich sollte mein Bötchen in Sicherheit bringen, ne? Ja. Definitiv. Wenn die Kackbratze hier in der Nähe ist. Nein, danke. So, gibt's eigentlich mal wieder Nachrichten? Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Ooh. 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 Oh. Wo sollen diese Koordinaten sein? Ich hoffe genau auf meiner Position. Das wäre schön. Okay, zwei Folgen bis zur Ankunft. Wir haben auch keine Koordinaten, doch da. Landeplatz der Sunbeam. Okay, dann werden wir da mal hinschwimmen und dann gucken. Das heißt, da hinten ist die Insel, ja? Nehme ich stark an. Aber vorsichtshalber, ne? Wisst ihr Bescheid? Können wir das Ding schon mal bauen? Die Sunbeam, die wird doch auch hier abstürzen. Aber hundertprozentig wird die hier abstürzen. Mehr Ressourcen für mich. Bin ja gespannt. Wir werden da einfach die Gegend untersuchen, solange wir warten. Und dann passt das schon. Heilige Scheiße, war das laut. Ja, crazy shit. So, das ist ja easy. Ich mache mir da ein Foto von, weil das merke ich mir eh nicht. Ja, cool. Ich baue hier einfach meine eigene fucking Rakete, ey. Was ist denn los? Na gut, dann brechen wir mal auf. Wir nehmen uns ein bisschen was zu essen mit, obwohl das vergammelt eh. Und dann essen wir jetzt schnell und dann ist gut. Ne? Ich denke, das ist ein guter Plan. Und dann ziehen wir los. Guck mal, was passiert. Sie wird hundertprozentig abstürzen. Es ergibt keinen Sinn, ansonsten eine Rakete zu bauen.
Wäre vollkommen schwachsinnig, eine Rakete zu bauen, weißt du? Okay. Haben wir noch eine Nachricht? Aber ich glaube nicht. Wir lassen uns einfach Zeit. Oh, ich würde es schade finden, mein Maskottchen hier alleine zu lassen. Es wäre echt schade. Ja, ich glaube nicht, dass wir gerettet werden. Also, nee. Also geht davon nicht aus, also, dass ich gerettet werde. Das glaube ich nicht. Das bezweifle ich mal stark. Aber wir schwimmen mal hin, einfach mal gucken. Ich wette, der wird dann hier die Oberkackbratze sein und dann ist aus und vorbei. War's das. Das tippe ich mal, ja gut. Aber Freunde, das wird Zukunftsmusik in zwei Folgen sein. Also in der zweiten Folge, vielleicht auch früher. Mal gucken. Haut rein, euer Zero. Tschüss.